Das Kaohsiung Symphonieorchester probt für seinen großen Auftritt während der Feierlichkeiten zu Taiwans Nationalfeiertag. Für das Konzert zum diesjährigen Nationalfeiertag werden hauptsächlich Stücke von taiwanischen Künstlern gespielt. In den vier Kategorien traditionelle Balladen, taiwanische Klassiker, Popmusik und Original Works. Kaohsiungs stellvertretender Bürgermeister Shi Zhe sagt, dass der Auftritt mehr als 60 Jahre taiwanischer Musikgeschichte verbindet. Das volle Programm des Orchesters besteht aus 29 Stücken, darunter auch Lieder von Taiwans indigenen Völkern. Die Orchesterdarbietung zum Nationalfeiertag wird das Feuerwerk im Hafen von Kaohsiung untermalen und begleiten.